Für eine köstliche Avocado-Creme benötigst du eigentlich nur drei Zutaten. Und die wichtigste Zutat ist natürlich die Avocado. Die habe ich in einen großen Mörser gegeben und mit Limettensaft übergossen. Die letzte Zutat ist Salz und dann wird die Avocado zerstoßen. Mehr benötigt man für eine authentische Avocado-Creme nicht. Ich ergänze aber immer noch ganz gerne ein paar einfache Zutaten, wie zum Beispiel klein gewürfelte Tomaten, schön fein gewürfelte rote Zwiebeln und klein gehackten Koriander. Jetzt wird nur noch alles gut miteinander vermischt. Damit die Avocado-Creme nicht direkt braun wird, gebt die Avocado-Kerne dazu, damit sie weiterhin schön frisch aussieht. Und fertig ist unser veganes Wunder.